Was geht ab, meine Freunde? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, und zwar folgendes. Ja, Leute, in diesem Video machen wir eine Reaction auf Aquarien. Ich schätze jetzt mal 30.000 Liter Aquarium. Sowas finde ich, ist ein Traum für mich auch hinterher. So ein Riff-Aquarium oder ein Raubfisch-Aquarium, sowas in der Art. Leute, bevor das Video losgeht, ihr merkt schon, ich lade gerade am Mittwoch ein Video hoch. Und zwar versuche ich in der Adventszeit jeden Tag ein Video hochzuladen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ja, wenn ich es nicht schaffe, nimm es mir bitte nicht übel. Kann daran liegen, dass ich zum Beispiel, ja, jetzt Klausuren und so noch schreibe. Aber Leute, ich würde mal sagen, ich versuch's und los geht's mit dem Video. Okay, Leute, wir haben jetzt hier mal dieses 30-Gallon Marine Aquarium rausgesucht. Und zwar folgendes, Leute. 30 Gallons sind ungefähr, beziehungsweise 3 Gallons sind, glaube ich, 12 Liter insgesamt. Also 30 mal 4 sind 120.000 Liter Aquarium. Ich schaue mir kurz an, ob das überhaupt in Hausbesitz ist, oder also in Eigenbesitz, oder ob es überhaupt zu einem Zoo oder sowas gehört. Könnt ihr da schon mal sehen, diese riesige Filteranlage? Das gehört nur zu diesem Aquarium, das ist schon mal krass. Da ist ein Zebrahai. Ein Adlerrochen war da gerade unten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die Korallen da echt sind. Das sieht nicht so aus, finde ich. Das Licht, also, da können wir jetzt schon mal stoppen, Digga. Ich denke halt so. Leute, das wird so viel Aufwand sein, so ein Aquarium zu betreiben, finde ich. Weil allein das Wasser, beziehungsweise man muss halt Wasser wechseln, man muss Filter, die Filtertechnik kostet bestimmt auch gerade, nicht gerade wenig. Die muss man auch aufrecht halten und so. Das wird tough werden, aber gut. Zebrahai wird dort auf der Plattform gefüttert. Das ist so ein Traum für mich. Ich würde so gerne einen Hai haben. Also, ich würde Stand jetzt sagen, das ist sogar wirklich im Haus, weil. Oder? Ja, wir warten mal. Vielleicht kommt da noch die Möbel, Digga. Ja, es ist ein Haus, da sind Möbel. Unten sind auch noch Bambushaie. Oder, ja, Bambushaie sehe ich so, glaube ich. Ein paar Doktorfische, einfach kleinere, ja, Haiarten, beziehungsweise Rochenarten auch. Und ich glaube, so das Haupttier ist halt der Zebrahai dort. Ja, welche Doktorfische waren da, glaube ich, gerade auch eben? Kaiserfisch. Da unten ist Papageienfisch, glaube ich. Ja, ich glaube, die Korallen sind nicht echt, aber das ist schon echt stark gemacht. Also, das ist ein Traum für mich, wie gesagt. Es sind aber 120.000 Liter. Wenn das einmal platzen würde, Leute, dann kann man dein Haus direkt abreißen, Alter. Aber Respekt auch für. Jetzt füttert ja die Bambushaie sehr wahrscheinlich, oder? Ach so, ja, durch so ein Rohr. Okay, ja. Die kleinen Rochenarten. Also, ich ganz ehrlich, ich finde es sehr gut gemacht. Ja, man muss auch tauchen, sonst kommt man da, kann man die Scheiben oder so nicht reinigen, was er auch gerade macht. Oder halt den Sand reinigen oder vielleicht einen Rochen rausholen oder so, wenn er krank oder tot ist. Oder halt generell einen anderen Fisch. Da sieht man einfach mal so ein Zebrahai im Vergleich zu so einem Bambushai. Ein Bambushai wird ungefähr 1 Meter groß. So ein schöner Fisch, Alter. Ja, Leute, ich glaube, das war's auch von diesem Video. Ich bin ehrlich, es ist ein Traum für mich. Es würde ein Traum für mich sein, sowas zu haben. So ein großes Aquarium. Aber sagen wir so, ich versuche es, wenn ich genug Geld haben würde, dann würde ich das auf jeden Fall, glaube ich, sogar machen. Aber wie gesagt, die Technik und so, die man braucht, ist sehr teuer. Aber wir schaffen das irgendwie, beziehungsweise ich schaffe das mit eurer Unterstützung.
gerne diesen Kanal hier abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Hier kommen noch andere Tiervideos online, wie zum Beispiel, wenn ich die Tiere fütter. Das kommt, glaube ich, sogar morgen schon online. Gehege einrichten, Papageien werden jetzt bald kommen. Ne, Digga, das wird aber sehr spannend hier. Deswegen gerne diesen Kanal abonnieren, nicht zu verpassen. Ja, Leute, das war's von mir. Bis morgen und ciao. Like a Hellcat.